Was du sagen kannst, wenn dich jemand ständig unterbricht. Ständiges Unterbrechen fördert Konflikte, Missverständnisse. Dir geht's nicht dabei gut. Deine Mitmenschen denken wahrscheinlich gar nicht drüber nach, was sie gerade tun. Aber du in deiner ewigen Höflichkeit, in deiner ewigen respektvollen Art, gehst davon aus, dass die anderen Personen ebenfalls respektvoll sind. Und dann wirst du enttäuscht. Und das tut weh. Dieser Frust, diese Hilflosigkeit, die in dem Moment entsteht, die muss nicht sein. Deswegen hier ein Ansatz, damit du damit umgehen kannst und dass du deine Mitmenschen da auch konditionieren kannst, in die richtige Richtung zu denken. Sei nicht wie alle anderen, die dann sagen, ja, ignoriere doch einfach die Person, das ist doch egal, wer braucht schon Leute, die unhöflich sind. Die meisten Menschen sind unhöflich, weil sie es nicht mal wissen, dass sie unhöflich sind. Sie sind ganz anders erzogen worden. Du willst damit umgehen können, weil es wird immer Leute geben, die dich unterbrechen werden. Es wird immer Leute geben, die unhöflich sind. Und das tut auf Dauer weh, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst. Ein Gefühl kommt auf, dass deine Meinung nichts wert ist. Wenn du regelmäßig von Menschen unterbrochen wirst, was glaubst du, was dann passiert mit der Zeit? Du fängst an, Selbstzweifel zu generieren. Deswegen musst du diese Unterbrechung unterbinden. Wie das geht? Hier eine Lösung. Ein effektiver Ansatz, um mit Unterbrechungen umzugehen, ist es ruhig und bestimmt auf das Verhalten hinzuweisen. Du könntest zum Beispiel sagen, könntest du mich bitte ausreden lassen? Ich möchte meinen Punkt noch abschließen. Danke. Du legst Wert auf vollständige Ausführung und unterstellst mit dem folgenden Satz der Person, dass sie das ebenfalls haben möchte. Ich bin mir sicher, du möchtest genauso, dass ich deine Gedanken mir anhöre, so wie ich deine Gedanken mir gerne anhöre. Wir wollen einen Dialog finden und dementsprechend auch eine Lösung für unser Thema, nicht wahr? Es kann schmerzhaft und entmutigend sein. Und du kennst die Person in deiner unmittelbaren Umgebung, die dich die ganze Zeit unterbrechen. Wer muss das hören, schick's gerne weiter und folgt mir für mehr Kommunikationstechniken.